Wir sind ein freies Land. Katholiken, Moslems, Buddhisten, alle sollten so leben können, wie sie es wollen. So steht es zumindest auf dem Papier. Bei der Antidiskriminierungsstelle der Stadt Salzburg melden sich jedoch pro Jahr rund 40 Menschen wegen religiöser Diskriminierung. Auch im laufenden Wahlkampf ist das ein Thema. Wie steht es also tatsächlich darum? Katharina Gazzoli meldet sich jetzt aus einem Gotteshaus, das für die meisten Österreicher ziemlich fremd ist. 9 Moscheen haben wir im Bundesland, wie etwa die hier in Salzburg-Nigel. Dazu kommen etliche kleine Gebetsräume. Seit mehr als 100 Jahren ist der Islam in Österreich anerkannte Religion. Doch man kann schon den Eindruck gewinnen, dass er sich hierzulande etwas versteckt oder verstecken muss. Manche stört es etwa, wenn in der Nachbarschaft eine Moschee eröffnet. Kopftuch, Muezzinrufe und Halbmond ist einigen ebenso fremd und manchen sogar etwas ungeheuer. Wie weit geht es mit der Religionsfreiheit und wie weit muss es gehen? In Salzburg leben rund 25.000 Muslime. Hinterhofmoscheen nennen manche von ihnen ihre verborgenen Gebetshäuser selbst. Denn die Moscheen und Gebetsräume lassen immer wieder in ganz Österreich die Wogen hochgehen. So ist die FPÖ vor 4 Jahren etwa in der Steiermark mit einem Videospiel in den Wahlkampf gezogen. Moschee Baba hieß es da. Wie kann die Gemeindepolitik die Religionsfreiheit in Salzburg fördern? Darüber diskutierten die Stadtfraktionen im Haus der Möglichkeiten. Die FPÖ spricht sich nicht gegen Gebetshäuser aus im Allgemeinen, aber gegen die Errichtung von Minaretten. Religionsfreiheit muss auch im Alltag umgesetzt werden und da gehört natürlich dazu, dass wenn der Wunsch und der Bedarf da ist, Gebetsräume oder Gebetsmöglichkeiten auch im öffentlichen Raum sichtbar werden. Das öffentliche religiöse Leben fängt in der Schule an. In der Volksschule Lehn 2 etwa lernen Kinder aus 24 Nationen mit 9 unterschiedlichen Religionen gemeinsam. In der neuen Mittelschule Heidenstraße hängt nicht nur das Kreuz. Hier zieren Symbole von 9 Religionen die Gänge. Dennoch, auch im Schulalltag prallen die unterschiedlichen Glaubensrichtungen aufeinander. Also ich habe vor allem von Schülerinnen und Schülern bekomme ich mit, dass sie in der Schule nicht beten dürfen oder fragen, ob sie Räumlichkeiten bekommen, dass sie ihr 5-maliges Gebet am Tag beten, weil die Schüler haben doch sehr lange Schule und oft wird da auf Missverständnis gestoßen und da gibt es sicher Nachholbedarf. Später dann in der Arbeitswelt ist es auch nicht immer leicht, seine Religion frei zu leben. Man kann die muslimische Frau als Kopftuchträgerin nicht als selbstständige, eigenständige Person ansehen. Und das bereitet mir vor allem in der Arbeitswelt große Schwierigkeiten. Doch was sagen die Christen in Salzburg zu Kopftuch am Arbeitsplatz oder Moscheen im Stadtbild? Wenn wir als Katholiken in der Türkei was bauen wollen, dürfen wir sicher auch nicht. Das ist ein Privatsache. Das ist da ist so und da ist so, schau. Gott sei Dank sind nicht alle gleich, oder? Keine Unterschiede gibt es zumindest auf dem Salzburger Kommunalfriedhof. Dort bestatten Muslime seit einigen Jahren ihre Toten neben Christen. Hier in der Moschee der Islamischen Föderation begrüße ich jetzt den Theologen und Religionspädagogen Anton Bucher. Guten Tag, Herr Bucher. Guten Tag. Herr Bucher, Religionsfreiheit, das ist doch auch ein ziemlich abstrakter Begriff. Was versteht man denn wirklich darunter? Religionsfreiheit ist eine junge Errungenschaft. Hier in Österreich galt ja lange das Prinzip, ich werde schon noch katholisch machen. Wenn man einer anderen Religion angehört, ist man vertrieben worden, wie die Protestanten aus Salzburg. Religionsfreiheit gibt es erst seit 1867 und es wird üblicherweise unterschieden, eine negative Religionsfreiheit, die besteht darin, dass niemand zu religiösen Handlungen gezwungen werden darf, wenn er das nicht will. Von daher war es vielfach auch problematisch in den Schulen, wenn die ganzen Schulklassen geschlossen durch den Beichtstuhl geschleust worden sind. Davon unterscheidet man die positive Religionsfreiheit, die darin besteht, dass Menschen ihren Glauben an ihrem Glauben festhalten und ihrer Religion leben dürfen, dass Kreuze angebracht werden dürfen, dass unsere muslimischen Mitbürgerinnen mit dem Kopftuch auch in der Öffentlichkeit sich bewegen dürfen. Also bedeutet Religionsfreiheit auch, dass der Staat allen die gleichen Möglichkeiten gewährleisten muss? Selbstverständlich. Es gibt 16 staatlich anerkannte Religionsgemeinschaften und die sind einander gleichgestellt. Aber es ist nicht so, dass der Staat von sich aus religiös aktiv werden muss. Das obliegt im Entscheidungsbereich der Religionsgemeinschaften. Der Staat muss aber gewährleisten, dass Glaubens- und Religionsfreiheit besteht. Warum ist es denn nach wie vor so Ihrer Einschätzung nach, dass viele Menschen vor allem muslimischen Gläubigen mit vielen Vorurteilen begegnen? Das hängt zum einen mit der österreichischen Geschichte zusammen. Zweimal sind die Türken, wie man gesagt hat, vor Wien gewesen. Zum anderen hängt es auch damit zusammen, dass in der Presse vielfach negativ über Muslime
geschrieben wird, dass Stereotyp erzeugt wird von Fanatikern, von Terroristen, die allerwenigsten Muslime entsprechen diesem Bild. Hier in Österreich ist es auch so, dass nicht 20 oder 30% Muslime sind, sondern 5%. Und die allermeisten haben sich sehr gut in unsere Gesellschaft integriert und leisten einen unersetzlichen Beitrag für unser allgemeines Wohlergehen. Jetzt sagen aber viele Menschen, wenn wir hier tolerant sein sollen, dann sollen Muslime auch in anderen Ländern tolerant sein. Wie beurteilen Sie das? Wenn andere einen Fehler machen und intolerant sind, dann heißt es noch lange nicht, dass wir berechtigt sind, diesen Fehler auch zu machen. Vielen Dank, Herr Bucher. Gern geschehen. 150 Nationen und rund 30 Religionsgemeinschaften haben wir in Salzburg. Ein Thema, über das wir also